Hans Karl Ludolf von Stranz war ein preußischer Generalmajor und Rittergutsbesitzer. Leben. Herkunft: Stranz entstammte der Linie Petershagen seines märkischen, ursprünglich aus Thüringen eingewanderten Uradelsgeschlechts. Er war der Sohn des Gutsherrn auf Petershagen im Kreis Lebus-Albrecht, Ehrenreich von Stranz und dessen Ehefrau Johanna Henriette, geborene von Rohr aus dem Hause Wilmersdorf. Militärlaufbahn: Obwohl Stranz als ältester Sohn Gutserbe war, wählte er. Er den Soldatenberuf und wurde 1756 Kavallerist. Mit dem Dragoner-Regiment von Oertzen nahm er während des Siebenjährigen Krieges an den Schlachten bei Lobositz, Prag, Kullen, Rosbach, Leuthen, Zorndorf, Hochkirch, Liegnitz und Thorgau teil. Nach dem Krieg stieg er im Mai 1769 zum Premierleutnant auf und kam als Stabskapitän während des bayerischen Erbfolgekrieges im Gefecht bei Bunslau. Zum Einsatz er nahm als Oberst und Kommandeur des Dragona-Regiments von Katte am Ersten Koalitionskrieg gegen das revolutionäre Frankreich teil. Bei Kaiserslautern gelang Stranz mit seinen Dregnern die Gefangennahme von zwei Karres. Außerdem konnte er zwei Kanonen und eine Fahne erbeuten. Dafür verlieh ihm König Friedrich Wilhelm II. am 22. Oktober 1792 den Orden le Meret. Am 1. Mai 1795 wurde er Generalmajor und zwei Monate später zum Generalinspekteur der Pommerschen Inspektion von der Kavallerie ernannt. Außerdem ernann ihn der König am 23. Januar 1797 zum Chef des Dragonerregiments von Prittwitz. Zudem war er neben seinen militärischen Aufgaben auch noch Amtshauptmann von Angerburg. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes dimittierte Stranz am 2. Oktober 1800 mit einer jährlichen Pension von 1600 Talern. Stranz hatte bereits beim Tode seines Vaters Peters Hagen und Blankensee geerbt. Beide Güter verkaufte er später und erwarb dafür Gut Grabau. Familie er war zweimal verheiratet, zuerst kinderlos mit Hedwig Gottliebe von Papst ein von Wobersno, die bereits zwei Monate nach der Eheschließung verstarb dann mit Luise Sophie von der Asseburg aus dem Haus ganz leben. Der zweiten Ehe entsprossen fünf Söhne und vier Töchter: Henriette, Helene, Charlotte, Lemniskarte, Ludwig, Gotthilfe, Erdmann von Paulsdorf, preußischer Generalmajor, Caroline Luise. Philipp Ludolf Ehrenreich August Karl Heinrich Erper auf Grapau Lemniskate Wilhelmine von Waldau aus dem Haus Merentin, Karl Adolf Ferdinand preußischer General Lemniskate Gräfin Sophie von Weilich und Lottum Juliane August Helmine Lemniskate Karl Friedrich von Waldau Oberstleutnant Theodor Albrecht Ehrenreich Wilhelmine Ulrike Luise Franziska, Ludwig Maximilian Siegismund Oberst und Kommandeur des 9. Husarenregiments, Lämniskarte 1814 Huberta von Kleist, Lämniskarte 15. Mai 1835 Henrietta Stumm Georg Eduard Leopold, Julius Gustav Ernst Ludolf, Eleonore Caroline Adelheid,